Moin, willkommen in Hamburg am stillgelegten Bahnhof Hamburg-Wandsbek. Vom Bau der S-Bahn gibt es hier noch nicht viel Neues zu berichten. Aber jetzt im Zeitraum Ende März, Anfang April 2022 werden einige der Intercities, die in Richtung Kopenhagen fahren, wieder über die Strecke Hamburg-Bad Oldesloe, also den ehemaligen Anfang der Vogelfluglinie, geleitet. Links von der Brücke der Bovesstraße wurde Platz geschaffen. Das Schild zu den Zügen leuchtet noch, aber die Zugänge sind inzwischen abgesperrt. In Bargteheide fährt ein IC in Richtung Bad Oldesloe durch. Am Haltepunkt Kupfermühle begegnet ein Intercity in Richtung Hamburg dem Regionalexpress RE80 nach Lübeck. In Bad Oldesloe wechseln die Züge auf die einspurige Strecke über Bad Segeberg nach Neumünster. Auf diesem Abschnitt dürfen sie sogar mit Fahrscheinen des Nahverkehrs benutzt werden. Die Strecke nach Neumünster ist eine eingleisige Hauptbahn, wirkt aber stellenweise fast wie eine Nebenbahn, so wie hier am Bahnübergang Poggensee.
Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.